Mein Name ist Bruno Raffa und ich bin seit über 20 Jahren in der Schweizerischen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung tätig. Selber bin ich auch von Colitis Ulcerosa betroffen gewesen, und das über 20 Jahre. Inzwischen weiss ich, wie wichtig das ist, ein gutes Gespräch mit dem Arzt zu führen. Und das ist immer relativ schwierig gewesen, weil man einfach viele Sachen vergessen hat. Jetzt gibt es eine gute App, die heisst iBidialog. Die App ist sehr einfach und wird nur einmal im Monat angewendet. Ich beantworte ein paar Fragen, das geht nicht länger als 3 Minuten. Ich beantworte zum Beispiel Fragen über, wie viele Durchfälle habe ich, wie viele Schmerzen habe ich, nehme ich meine Medikamente und so weiter. Am Schluss schicke ich das ab und der Arzt hat auch die Informationen zur Verfügung. Das absolut coole an dieser App ist die grafische Übersicht über meinen Krankheitsverlauf. Mit der kann ich mit meinem Arzt gut besprechen, ob ich jetzt gerade in einem Schub bin oder ob ich besser dran bin, wie sieht meine Therapie aus. Das Thema Datenschutz ist natürlich für uns Patienten eminent wichtig. Dazu kann ich sagen, dass nur wir als Patienten und der behandelnde Arzt Zugriff auf die Daten haben. Wir von der SMCCV sind stolz, dass wir zusammen mit schweizerischen Gastroenterologen vom iBidNet und zusammen mit der MSD das App entwickeln. Ich empfehle Ihnen sehr, das App iBidialog zu nutzen. Gehen Sie doch zu Ihrem Gastroenterolog und lassen Sie sich registrieren.